Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es bahnt sich was an. Unser Driss Wouters hat heute nicht beim Training teilgenommen. Man spekuliert oder die Medien schreiben das auch so. Und ich denke mal, das wird auch jetzt diesmal wirklich so kommen. Aber da braucht man nicht auf die Medien gucken, das wissen wir alle. Dass Driss Wouters unseren Verein noch in der Winterpause jetzt verlässt. Ist klar, er hat kaum gespielt bei uns. Wenn er Einsatz hatte, war der jetzt nicht so überragend, konnte sich nicht zeigen, war auch verletzt. Und ein Missverständnis, könnte man auch so sein. Aber er hat auch nicht das abgeliefert, was wir alle erwartet haben oder was das Trainerteam erwartet hat oder Ruven Schröder. Aber so ist das ja manchmal. Du holst Spieler, du hoffst, ach, der Spieler wird gut und so. Und dann passt das manchmal nicht. Ist ja halt so. Du kannst ja nicht immer Glück haben und dass jeder Spieler sofort einschlägt wie eine Bombe. Hatte nicht sein sollen, sagen wir mal so bei Driss Wouters. Und jetzt kann sein, dass er mit einer Leihe nach Belgien zum KV Mechelen wechseln wird. Ich denke mal, deswegen hat er heute beim Training nicht teilgenommen, dass er dahin und mit denen drüber seinen Vertrag redet oder Medizincheck. Aber ich denke mal, in den Tagen wird das der Transfer mit einer Leihe nach KV Mechelen bestätigt werden, denke ich mal. Das ist für beiden Seiten gut. Für Driss Wouters ist das gut. So hat er da, kann er das Spiel Praxis sammeln. Er hat ja noch einen Vertrag bei uns bis 2024. Man weiß ja nicht, wenn er da einsteigt bei KV Mechelen, spielt in seiner Heimat. Kann sein, dass Mechelen sagt, ey, pass auf, wir kaufen den, dann könnt ihr den auch haben. Ist auch kein Problem. Kann auch sein, dass er gut spielt, sehr gut spielt, dass wir den dann wieder zurückholen. Man weiß es nicht. Werden wir mal sehen, was draus wird und wann der Transfer bestätigt wird. Ja, und Salazar, habt ihr gesehen bei Schalke TV mit Rodrigo Salazar, ein Abonnent hat mich darauf hingewiesen, aber auf Instagram, danke nochmal, er hat gesagt, schaut dir das mal an auf Schalke TV, Salazar mit einem Mikro im Spiel. Der hat so ein Mikrofon im Spiel gehabt gegen Fortuna Sittard, das Freundschaftsspiel am Samstag. Ey, diesen Jungen, ne, den Rodriguez, ich liebe den immer mehr. Ich mag den immer, immer mehr. Was der da auf dem Platz macht, ist ja schon bewundernswert, wie er das macht. Aber was ich klasse finde, der quasselt, der fordert die Bälle. Ey, der sagt auch mal eine Ansage an die Spieler. Pass auf, spiel mir so. Auf Englisch hat er es gesagt. Mein Englischkenntnis ist eine Katastrophe, aber manche Sachen kann man ja verstehen. Und ich finde das klasse, wie der redet mit den Spielern, mit jedem Spieler. Er kommuniziert richtig Hammer auf dem Platz und er gibt Gas. Und das finde ich klasse, fand ich was Cooles, dass die das mal so gezeigt haben, wie so ein Spieler auf dem Platz ist. Man könnte auch immer denken, Salazar ist ein ruhiger Typ, aber er gibt Gas. Nein, ist er nicht. Hey, klasse, schaut euch das an auf Schalke TV. Salazar mit dem Mikro. Ich finde das klasse und der Junge gefällt mir immer mehr. Er ist mir immer sympathischer. Wirklich, da haben wir wirklich, da hat der Schröder mit Salazar wirklich einen guten losgezogen, den zu uns auf Schalke zu verpflichten. Ja, und noch eine Nachricht kam mir gerade um die Ohren so geflogen. Yeah. Ahmet Kutucu wird in der zweiten Liga noch dieses halbes Jahr spielen, wird ausgeliehen. Türkische Mannschaft Bakischir. Leiht Ahmet Kutucu aus. Ja, und er wird gegen seinen Lieblingsverein, alten Verein Schalke 04 spielen. Ja, er wechselt zu SV Sandhausen. Ahmet, ich mag dich wirklich, ne? Aber ich warne dich, schieß kein Tor gegen uns. Ne? Ich warne dich. Spaß. Ja, dann werden wir den Ahmet Kutucu ja öfters jetzt in der zweiten Liga sehen. Mal schauen, wie der sich tut. Ja, sind nur noch 4 Tage. Nur noch 4 Tage zum Spiel gegen Holstein Kiel. Ich bin heiß auf das Spiel. Ich bin heiß auf das Spiel. Und 750
Zuschauer, 700, ihr habt das richtig gehört, 750 Zuschauer dürfen in die Arena am Sonntag rein. Die Karten werden ausgelost, aber 750, die hätten auch 5000 ruhig reinlassen können. Aber okay, 750 Zuschauer werden im Stadion rein dürfen. Viel Spaß an die 750 Zuschauer. Macht da Lärm, macht da Lärm. Ja, vier Tage. Ich kann es nicht abwarten. Und nochmal zur Erinnerung, ich schaue mir das Spiel bei Königsblau TV an, beim Kesti, fahr extra nach Münster zu ihm nach Hause. Und da könnt ihr auch live dabei sein. Bei Königsblau TV werde ich in Münster bei Kesti im Wohnzimmer sitzen. Da schauen wir uns das Spiel an. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt müssen wir die ersten drei Punkte holen, weil ich und Kesti noch keine drei Punkte zusammen feiern konnten. Ja, ich bin heiß auf das Spiel. Ich bin so heiß auf das Spiel. Endlich kann die Rückrunde anfangen. Wie seht ihr das denn? Was sagt ihr zu Dries Wouters? War richtig, dass wir den jetzt abgeben? Ich denke mal ja. Salazar, geil. Wer das gesehen hat, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr das mit Salazar und mit dem Mikro? Ich fand's klasse. So, das war's. Ich wünsche euch schön ab. Ah nee, stopp. Nicht vergessen. 20.30 Uhr Mittwoch. Schalker Dreisel. Seid dabei. Wir sehen uns da. Ciao. Buonanotte. Buonanotte, sag ich so, Alter. Wir haben noch hell. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Euer Schalker. Ciao. Buonasera, buonasera. Was hat er da gesehen?